So, dann hoffe ich, dass du gleich da bist, ja. Weil. Ja, ich komme jetzt die Treppen hochgerannt. Yes. Ah, ich sehe deinen Pfeil, ja. Cool. Moin! Ja, warte, Guten hi. Tag. Wo Hat aber sind lange gedauert, ne? Ja, ich wir? glaube. Ich war auch am anderen Ende der Karte, ja? Bitte. Hat ja lange gedauert. Aber wir sind, glaube ich, auf dem Dach. Oder? Ja, vermute ich mal. Cool, das Aber sieht aber geil aus hier. jetzt müssen wir aufpassen. Ja, ich, Aber wir haben hier keine Türen. Die kann man nicht zumachen. nee, aber wir sind ganz oben. Also außer Vögel kommt hier nichts mehr. Ja gut, und die Zombies, die ich nicht weggeräumt habe. Die sind Ich nämlich wollte da hier sagen, oben noch. Na. welche Zombies? Wo hast du noch welche noch nicht weggeräumt? Ja, da auf der Etage, wo wir jetzt sind, bin ich ganz neu. Also hier werden wahrscheinlich noch über uns welche sein oder so. Ich habe keine Ahnung. Das sieht aber geil aus hier, echt. Das, also. Hey, das ist mein neues Zuhause hier. Da sind Waffen drin. Ich will da rein. Wie komme ich da rein? Ich will nicht den Schalter aktivieren. Nee, den aktivieren wir erst nach dem Blutmond, bitte. Was auch immer der Schalter macht. Hoffentlich sprengt er nicht die ganze Hütte in die Luft. Sollte vielleicht mal hier oben irgendwo mein Dingens hinlegen, Schlafsack, ne? Oh ja, Schlafsack kann ich auch eben kurz bauen. Ja, Schlau. das wäre schlau, weil ich habe den letzten unten gebaut. Oh, hast du noch Sachen zum Bauen? Ich brauche noch sieben Kann ich nichts hinlegen. Pflanzenfasern. Wie kann ich jetzt meinen Schlafsack hinlegen? Finde ich jetzt aber uncool. Mein letzter ist nämlich da hinten, wo ich war. Ja, ich habe doch so ein Dingen gebaut. Sind wir nicht in einer Gruppe? Ja, aber trotzdem kann ich dann nicht keinen Schlafsack hinlegen. Ja, aber doch, das muss doch gehen. Bei Gronkh war das doch auch. Ja, ich kann aber nicht. Trotz diesem komischen Stein. Ah, dann. Ich gehe nochmal runter. Ich guck mal, wo der war. Aber es ist jetzt Blutmond. Ja, ich guck mal eben kurz, wo der war. Ich finde das schon raus, denke ich. Mach das. So. Ich habe gerade noch irgendwo gehört. Ja, ich gehe eher oben mal gucken, was wir da so haben. Nee, oben sieht sauber aus. Ja, wir müssen noch mal gucken, wie wir das machen, dass du auch bauen kannst. Das kann ja nicht sein, ne? Muss ich gleich mal gucken. Das muss ja irgendwie möglich sein. Ja, ist gut. Wie meinst du? Dich. Ach so. Du haust mal drauf ein, du kannst nichts bauen oder abklopfen. Deswegen dieses Geräusch. Ich dachte ja, ich muss gleich mal gucken, wie wir das machen. Oh, verkohlte Hunde. Ich würde sagen, ja, dann haben wir das Haus eingenommen, ne? Cool. Naja, noch nicht ganz, glaube ich. Also ich höre noch zwischenzeitlich Zombies. Ja, unten. Aber hier oben ist echt gemütlich, ey. Kannst du echt anpflanzen und so. Nice. Da ja, müssen wir noch einen Weg runterfinden, ne? Dass wir nicht andauernd 10 Jahre brauchen hier durch die Karpaten. Nach unten.
Darf ich jetzt E zum Aktivieren drücken? So. Mach ganz auf, komm, komm, komm. Ich habe, glaube ich, nur den einen. Eindeutig. Habe ich noch mehr? Ach, Mann, oh, jetzt habe ich keine mehr. So, komm rein. Hast du noch einen Dietrich? Ich guck gleich mal. Also, es kommt zwar dieses Geräusch, ne? Aber ich kann trotzdem abbauen. Ja? Ja. Okay. Ärger jetzt mein Mann. Dietrich hab ich. Mal gucken. Ein Dietrich. Ne, Dietrich habe ich nicht. Hab keinen einzigen. Ich habe gerade welche gefunden auch unterwegs. Aber nur 3 Stück. Aber jetzt ist die Kiste immer nicht offen. Da muss es jetzt leider ertragen. So Leute, und mit dem Ausblick würde ich sagen, sind wir schon am Ende unserer Show. Und ich habe jetzt eine Waffe, eine Pistole habe ich 3, eine selbstgebaute Schrotflinte 4 aus der Waffenkammer. Okay, ich warte noch, bis die Quirk fertig gequasselt hat, ne? Ja. Bauplan Dartfalle habe ich auch. So, jetzt aber. Habe ich es ein bisschen muted? Genau, wie gesagt, jetzt sind wir am Ende. Ich entlasse euch mit dieser Aussicht. Etwas chaotisch gerade ein bisschen, tut mir leid, aber wir werden uns ein bisschen eingrooven, dann passiert dann das nicht mehr und dann ist auch alles easy. Mein Server ist online und ihr könnt dem gerne beitreten. Ja, nennt sich Crazy Games und der läuft 24/7. Ich zock gerade drauf, wenn er euch gefällt. Wie gesagt, ich habe 10 Slots erstmal frei. Wenn mehr kommt, mache ich den, erweitere ich den, gar kein Thema. Aber fürs Erste könnt ihr drauf joinen und einfach Spaß haben. Zockt PvE. Ja, keiner kann dem anderen was, aber alle können zusammen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Like da, ein Abo, 80, über 80% haben noch, die das hier gucken, haben noch nicht abonniert. Für euch kostet es nichts, für mich schon, beziehungsweise ihr helft mir, wenn ihr meinen Kanal abonniert und könnt in die Comments reinschreiben, wir können gerne diskutieren. Lasst ein Like fürs Video da, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal und ciao! So, herzlich willkommen zurück. Und zwar bei der nächsten Etage. Hehe. Wir sind fast angekommen. Aber nur fast. So, und jetzt machen wir die nächste Etage, ohne weiter Schnickschnack zu machen. Wir haben Blutmond und ja, das. Ich habe hier Verstärkung mit bei, dem muss ich auch eben kurz Bescheid geben, dass ich wieder da bin. So, hi. Warst du? AFK. AFK.
AFK. Und ja, wir haben Lootmond. Ja, super. Hättest mir nicht sagen können, dass du 4 Tage eingestellt hast. Na, wir haben auch gar nicht drüber geredet, dass ich 4 Tage einstelle. Mhm. Aber du hast ja noch bis 22 Uhr Zeit. Wo bist denn du? Bist du fast da? Ja. Ja, fast bist du da. Das geht doch recht fix, bis du bei mir bist, oder? Du musst ja nur noch die Treppen hochlaufen. Das kriegst du auch hin. Genau. Ja. Sag mal, genug Holz, dann kannst du die Stufen bauen. Dann bist du ganz schnell hier oben. Wie habe ich den Third Person jetzt angemacht, Alter? Verdammt mir nochmal. Ich weiß doch gar nicht, wo du bist überhaupt, ey. Ach, Leutchens. Von Häutchens. So, komm. Jo, mach das. Ah, F5 muss ich drücken, dann bin ich wieder in meiner gewohnten Ansicht. Hallo? Ist da jemand? Nö. Also ich bin hier, denke ich mal, relativ safe. Ich bin fast oben. Bis heute Abend bin ich oben. Hoffe ich. Zumindest. Dann dürfte mir nichts mehr passieren. Also bis die oben sind, ist ja Weihnachten, ne? Jetzt sage ich dir, wie es ist. Ich habe mich nicht mal dran erinnern können, mit den 4 Tagen, dass wir darüber gesprochen haben. Kennst mich? Ich bin vergesslich. Ja, ich auch. Deswegen habe ich vergessen, mit dir darüber zu sprechen, dass du es nicht vergisst. Oh, ist das ätzend. Überall ist hier 5000er Wände, ne? Echt, also krass, da irgendwo durchzukommen, ist der Hammer. Wäre cool, wenn du gleich hier bist, weil ich könnte eventuell ein bisschen Verstärkung gebrauchen. Nur ein guter Scherz, ne? Echt? Ich sehe dich, ich habe dich auf der Karte, wenn ich gucke, ne, dann bist du bei mir irgendwo im Niemalsland. Ja, du auch. Du musst ja nur die Richtung, die du jetzt hast, ein geradeaus laufen. Ja, das mache ich auch nur deswegen, weil ich dich als Wegpunkt eingemarkiert habe. Thank you.
Ball, Ball, bam, 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 bam und weg. So. Aber das ist schon vorteilhaft, dass ich hier andauernd immer Munition finde zwischendurch. Weil sonst hätte ich das bisher noch nicht geschafft, ja. Mächte. Wahnsinn. Ah, hier ist ein Feuerchen. Das ist schön. Hier gibt es auch einen Balkon. Da kann man sich die Aussicht angucken. Da hat mich gerade ein Zombie begrüßt. Sehr unschön. Mit Begrüßungskomitee, ja? Ja, ich bin aber nicht in der Stadt. Ich weiß noch nicht, wo ich bin. Also ich kann schon über die Stadt hinweg gucken. So weit oben bin ich. Bin gleich auf dem Dach. Bin jetzt letzte Etage, glaube ich. Bin ich jetzt oder vorletzte. Ich habe ja noch nicht mal jetzt eine Waffe oder sonst wie. Ich habe immer noch meine Dingens, meine Axt. Nach 18 Uhr. Ach da. Weg. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass wir 18 Uhr haben, muss ich sagen. Ach nicht, ich dachte das nochmal. Wir haben 18 Uhr im Übrigen. Ne, wir haben 18.24 Uhr, jetzt 26. 27. Kannst nicht mehr gehen, wird immer später. Später und später. Später. Sag doch nicht, du weißt, wo ich bin, weil du hast mich doch markiert, also weißt du, wo ich bin. Boah, ich hab noch ein ganz schönes Stückchen vor mir bis zu dir hin.